Fundamental Force. Was für ein Name. Kraftvoll und endgültig. Willkommen zu meinem ersten AppLab-Review zu diesem First-Person-Shooter im Raytracing-Look. Wer diesen Look mag, sollte sich auf jeden Fall auch mal Daedalus ansehen. Wirklich tolles und so hübsches Spiel. Aber nun zu Fundamental Force. Für 5 Euro kann man hier nichts falsch machen. Oder doch? Schauen wir mal. Es gibt einen Story-Modus, aber ich glaube, die Geschichte wird noch nachgereicht. Im Spiel war jedenfalls davon nichts zu sehen. Lobenswert viele Einstellungen, also das Nötigste ist da. Ein kleines Tutorial, Wort und Bild und, oh Wunder, ein Quick-Button, um das Spiel zu beenden. Wahnsinn! Es gibt 21 Level oder besser Arenen, in denen man sich außer zu Fuß entweder mit der Tachyon oder der Graviton-Kontrolle bewegt. Der Unterschied ist hier, dass der Charakter entweder auf eine andere Oberfläche teleportiert wird oder durch Umkehrung der Gravitation in die entsprechende Richtung fällt. Die Graviton-Kontrolle wird dabei erst nach Abschluss aller 21 Arenen freigeschaltet. Das erste Level Intro ist ein vollständiges Bewegungs- und Schießtutorial. Hier kann man also in Ruhe die Mechaniken kennenlernen. Dabei wird aber auch schon klar, dass es neben der Ballerei auch eine kleine Physik-Puzzle-Komponente gibt. An vorgegebenen Punkten, die sich nur auf Knopfdruck zeigen, können Blöcke installiert werden, auf die man sich teleportieren kann, um so im Level weiterzukommen. Ja nun, dieses Element ist meiner Meinung nach eher überflüssig und behindert tatsächlich irgendwie den Spielfluss. Den Entwicklern war diese ständige Dimensionsverschiebung plus stabilen Geballer anscheinend nicht genug. So sollte man erst alle Gegner in der Nähe töten, um sich dann auf die Suche nach den vorgegebenen Blockpunkten zu machen. Diese müssen dann recht umständlich erklommen werden, denn, und das ist wirklich nervig, ein Teleport auf der Achse, auf der sich der Charakter befindet, ist leider nicht möglich. Steht man also zum Beispiel auf der X-Achse, kann man sich nur auf Achse Y oder Z teleportieren. Na und andersrum, ihr versteht. Aber habe ich jetzt etwa das Negative vor dem Positiven gebracht? Habt ein Nachsehen, das ist mein erster Arbeitstag hier. Fundamental Force hat echten Charme. Die Optik ist zwar nicht überragend oder besonders detailliert, aber dafür ist das Design sehr stimmig. Ich liebe ja so luftige Umgebungen und den Raytracing-Look im Stil der Computergrafik-Pioniere der frühen 90er. Einfach klasse. Es gibt 3 Waffen, die man standardmäßig dabei hat. Eine Laserpistole, Schrotflinte und einen Granatwerfer mit Flächenschaden. Für jede Situation also die richtige Wumme im Halfter. Kein Sammeln, keine Upgrades, kein Schnickschnack. Ein kleines Schild zum Schutz vor gegnerischen Projektilen hat man an beiden Händen. Wird unser Held zu oft getroffen, sollte er in Deckung gehen, um seine Gesundheit zu regenerieren. Health Packs gibt's nämlich keine. Ansonsten heißt es, in Bewegung bleiben, sonst wird man ganz schnell defragmentiert. Die Gegnertypen unterscheiden sich nur durch ihre Farbe und Waffen, sind auch nicht besonders schlau, aber heizen einen gut ein. Die Schwierigkeit zieht relativ flott an und es macht einfach Spaß, fröhlich durch die Arena zu hüpfen und einen nach dem anderen auszuschalten. Besonders positiv sticht die Hinweisfunktion hervor. Beim Druck auf B zeigt sie absolut idiotensicher, wo die Gegner stehen, wo das Ziel ist und wo es lang geht. Gut gemacht.
denn durch diese ständigen Perspektivwechsel geht die Übersicht schon mal flöten. Also, ich habe den Kauf nicht bereut. Hübsch, verrückt, ausgereifte Shooter-Mechaniken, knackiger Sound, schöne Musik, nur in Englisch, ist einfach ein tolles Game mit gelegentlicher Grübelei und kleiner, aber fragwürdiger Einschränkung. 5 Euro sind hier, denke ich, gut angelegt. Ich gebe dem Spiel 8 von 10 Punkte. Eisen out, zurück zu Sascha.